Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute habe ich ja schon mal den roten Pullover angezogen, ne? So ein bisschen Weihnachtsmann-mäßig, warum wir nähern uns immer mehr dem Jahresende und jetzt tauchen wieder diese Fragen auf, absolut berechtigte Fragen. Soll ich eigentlich zum Jahresende alle meine Optionspositionen schließen? Und wir wollen heute mal die Vor- und Nachteile dieser Vorgehensweise besprechen, jetzt im Video. Man kann schon fast die Uhr danach stellen, jedes Jahr kommen eigentlich wieder diese Fragen in den Facebook-Gruppen, in den Foren. Wir bekommen viele E-Mails dazu, im Coaching wird gefragt, ne? Und es ist eigentlich immer wieder dasselbe, dass der eine oder andere sagt, Mensch, soll ich eigentlich jetzt zum Jahresende meine bestehenden Optionspositionen schließen? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die das fragen, genauso handeln wie wir, also tendenziell eher Optionen verkaufen, ne? Also dass sie verkaufte Optionen haben. Und was spricht dafür, was spricht dagegen? Lasst uns das einfach mal ein wenig auseinandernehmen. Sprechen wir erstmal darüber, was spricht denn dafür, dass man sagt, okay, von mir aus jetzt kurz vor den Weihnachtsfeiertagen über den Jahreswechsel schließe ich alle Positionen und gehe quasi mit einem Nullkonto, mit einem flatten Konto ins neue Jahr. Punkt Nummer eins, der dafür spricht, und das ist ein durchaus wichtiges Argument, dass man einfach mal Ruhe hat. Ne? Klingt ein bisschen banal, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich schließe einfach mal alle meine Positionen, dann bin ich halt über die Weihnachtsfeiertage, dann bin ich über Silvester, dann bin ich einfach raus, ich muss mich um nichts kümmern, ich kann mein Jahr abschließen und dann weiß ich, okay, so ist es gelaufen, es wird sich definitiv bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die ersten Positionen wieder aufmache, nichts ändern und man kann auch mal den Blick von der Börse weglenken. Ne? Also gerade wer dieses Jahr vielleicht als sehr, sehr stressig empfunden hat, wer den ein oder anderen Fehler vielleicht zuletzt gemacht hat, der nicht so 100% mit sich zufrieden ist, ne? Für den ist das auf jeden Fall eine Option, das zu tun, einfach mal sagen, okay, jetzt mal Schluss, mal raus und dann mit quasi einem freien Kopf dann im neuen Jahr wieder anfangen. Das wäre ein Argument dafür. Zweites Argument dafür, und das werden die meisten auch ansprechen, das ist die steuerliche Komponente. Denn es ist ja so, wenn ihr eure Steuererklärung machen müsst, beziehungsweise euer Steuerberater, dann werden ja verkaufte und gekaufte Positionen etwas unterschiedlich bewertet. Und zwar müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Wenn ihr eine Option verkauft, also ihr nehmt zum Beispiel 100 Dollar ein, dann wird das Finanzamt technisch oder steuertechnisch sofort als Einnahme gewertet. So, das heißt, ihr habt Einnahmen. Auf der anderen Seite, wenn ihr Optionen kauft, dann, und ihr gebt auch 100 Dollar für diese Option aus, dann wird das nicht sofort als Ausgabe gewertet, sondern die Ausgabe wird erst dann in die Bücher genommen, steuertechnisch, wenn entweder die Option verfällt oder aber wenn ihr diese Option zurückkauft. Ne? So, und jetzt könnte es theoretisch passieren, wenn jemand von euch sehr, sehr viele Spreads handelt, dass ihr noch die Prämieneinnahmen der verkauften Optionen in diesem Jahr versteuern müsst und die Ausgaben, die ihr habt für die gekauften Optionen, aber erst im nächsten Jahr, wenn ihr sie erst nächstes Jahr schließt, Geld machen könnt. Ne? So, das heißt, ihr verschiebt oder ihr hättet theoretisch ein bisschen mehr Gewinn zu versteuern, als ihr eigentlich hättet. Das glaube ich jetzt aber, wird bei den meisten Privatanlegern jetzt nicht solche Dimensionen annehmen, dass es wirklich relevant wäre. Was allerdings viele Steuerberater ins Feld führen, und das kann ich durchaus verstehen, das ist, dass die sagen, wir müssten ja eigentlich einen Unterschied machen zwischen abgeschlossenen Geschäften und offenen Geschäften, ne? Und viele Steuerberater tun sich da ganz einfach schwer. Und wenn ihr jetzt merkt, euer Steuerberater ist da nicht ganz so fit in dieser Materie, dann gäbe es eigentlich zwei Gründe oder zwei Punkte, die man machen sollte. Erstens, man schließt das Ganze mal und sagt, okay, damit der nicht noch mehr zu tun hat, schließe ich das mal. Und dann sollte man sich überlegen, suche ich mir eventuell fürs nächste Jahr Hilfe bei einem etwas kompetenteren Steuerberater, der sich in dieser Thematik einfach ein bisschen besser auskennt. Ja? Muss jetzt nicht heißen, dass ihr euren Steuerberater wechseln sollt, also man sagt, okay, man nimmt nochmal die Beratung von jemand anderem in Anspruch oder so. Das wäre dann aber erst was fürs nächste Jahr, da würde ich es nicht auf Teufel komm raus lassen. Und das wären so für mich die zwei Hauptpunkte. Ne? Einfach mal Ruhe haben und zum anderen die steuerliche Berechnung oder Abrechnung wird leichter, dass man sagt, okay, ich schließe alles zum Jahresende. Was spricht dagegen? Und da gibt es nämlich auch ein paar Argumente. Und zwar Nummer eins spricht dagegen, wenn ihr gut laufende Positionen habt, warum sollt ihr die schließen? Zwischen Weihnachten oder sagen wir Mitte Dezember bis 1., 2. Januarwoche vergehen 3 bis 4 Wochen. In diesen 3 bis 4 Wochen geschieht natürlich Zeitwertverfall.
Und wenn wir mal sehen, ein ganzes Jahr hat 52 Wochen und ihr nehmt 3 bis 4 Wochen daraus, dann reden wir zwischen 5 bis 8% potenzieller Zeitwertverfall, den ihr dann nicht habt. Wenn man dann noch ein bisschen einrechnet, ihr habt vielleicht noch Urlaub, wo ihr auch alle Positionen schließt und so weiter, dann gehen euch im Jahr einfach Gelegenheiten verloren. Ne? Das heißt, ihr verzichtet auf Zeitwertverfall und deswegen sollte derjenige, der ein gutes Jahr hatte, bei dem es gut läuft, der auch weiß, dass er während dieser Weihnachtsfeiertage immer mal zugreifen kann. Nicht vergessen, die Amerikaner beispielsweise handeln ja auch immer schon am 26. Dezember wieder. Umsätze sind jetzt nicht so groß, aber ist zumindest schon da was da. Das heißt, das spricht dafür, dass man Positionen eigentlich lässt. Ne? Dann kommt es ein bisschen darauf an, was habt ihr dafür Positionen? Wenn wir zum Beispiel, reden wir mal über Aktienoptionen, ihr hättet Puts auf die Aktienindizes oder auf einzelne Aktien. Jetzt ist in der Regel, ich sage hier in der Regel, die Zeit zwischen kurz vor Weihnachten bis ins neue Jahr hinein eine eher positive Zeit. Ne? Das heißt, ihr habt jetzt hier auch Gelegenheit, nochmal was zu verdienen, weil einfach eure Positionen weiterlaufen werden. Und das heißt, ihr verschenkt damit keinen Gewinn. Ja? Eins ist natürlich auch ganz klar. Gewinne in einem Depot macht man zwischen Silvester und Weihnachten und nicht zwischen Weihnachten und Silvester. Das heißt, bei wem es bis Weihnachten nicht lief, der muss jetzt nicht noch auf Krampf versuchen, das in den letzten paar Handelstagen rauszuholen. Ne? Aber wer sagt, Mensch, es läuft gut, ich habe gut laufende Positionen, warum soll ich die ändern? Weil Fakt ist doch auch eins, die geringer werdende Handelsaktivität zwischen dem Jahreswechsel führt ja auch dazu, dass die Wohlers noch mal ein bisschen zurückgehen. Klar, das spielt jetzt dieses Jahr nicht so die Rolle, weil sie eh schon niedrig sind, aber in der Regel passiert auch nichts mehr in dieser Zeit. Ne? Man kann nie irgendwas ausschließen, aber meistens ist es doch so, dass nichts passiert und ihr eigentlich noch den einen oder anderen Trade ins Gewinn bringen könnt. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich oftmals dann Rückkäufe habe, 28., 29., 30. Dezember von Optionen, die halt dann einfach da am vorgegebenen Limit zurückgekauft werden. So, und dann gibt es noch einen dritten Punkt, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst. Und zwar, einige unter uns, ne, ich kann mich da gar nicht ganz so sehr rausnehmen, neigen dazu, wenn ihr zum Beispiel Mitte Dezember alles zugemacht habt und dann kommt der Januar, dass ihr dann wieder sagt, so, jetzt muss ich sofort mein Depot wieder vollknallen. Also dann wird sofort wieder, werden viele, viele neue Positionen gleich wieder gemacht. Ob das dann immer so gut ist, wage ich auch zu bezweifeln. Und wer dann kontinuierlich weiterhandelt, ne, zwischen dem Jahreswechsel oder während des Jahreswechsels, der ist dann natürlich in einer mental etwas einfacheren Position. Aber das ist auch persönlich unterschiedlich. Der eine macht so, der andere macht so. Ne? Ich persönlich werde meine Positionen übers neue Jahr lassen. Also die bestehen, die lasse ich. Ich werde jetzt aber auch nicht mehr auf Teufel komm raus hier im Dezember noch versuchen, wahnsinnig viele neue Positionen herauszufinden. Das heißt, wenn ich noch im Dezember etwas mache, dann müssen es 5-Sterne-Setups sein. Ne? Da muss wirklich alles passen, weil ich will natürlich jetzt nicht am 26. Dann da sitzen und irgendwelche Trades machen müssen. Wenn es notwendig ist, okay, aber jetzt nicht quasi sagen, okay, ich mache jetzt noch ganz, ganz viel, damit ich dann noch 2-3 Stunden am Desk verbringen kann. Also das auf gar keinen Fall. Entscheidet also für euch, was da für euch der bessere Weg ist. Entweder ihr schließt alles kurz vor Weihnachten, macht im Januar neu auf, oder aber ihr sagt, nein, ich bleibe drin, reduziere halt ein bisschen, mache nicht mehr allzu viel Neues. Und dann macht das natürlich auch Sinn, je nachdem, was für euch der persönlich bessere Weg ist. In diesem Sinne, ich sage noch nicht frohe Weihnachten, weil wir sehen uns ja noch oft genug bis dahin. Aber ich sage schon mal Tschüss für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.